Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, ein neuer Tag und mal schauen. Wir machen jetzt die Quest, wo ich nicht weiß, ob ich das jetzt gerne machen möchte. Ich bin schon wieder als Spitzhackenmörder unterwegs. Moment. Ach nee, draufklicken kann ich nicht. Moment, hier. Eins wollte ich euch allerdings noch mal kurz zeigen. Und zwar hatte ich mir ja die Tastenbelegung da noch mal angeguckt nach der letzten Folge. So wie ich das gesagt hatte. Und ich habe dann herausgefunden, jetzt muss ich mir mal selber angucken, wie das noch mal ging. Einmal mit Alt und der linken Maustaste kann man, ich mache das jetzt mal, ach nee, Moment, das müssen wir, glaube ich, abgeben, oder? Was waren das nochmal? Kupfererz oder waren das die Reste? Ich glaube, das hatten wir schon abgegeben. Ich gucke gleich nochmal nach, aber das Holz durften wir behalten. Einmal mit Alt und der linken Maustaste kann man, wie ihr seht, die Sachen, die man im Inventar hat, einzeln herausnehmen. Aber mir wurde noch gesagt, Steuerung und linke Maustaste, wir haben jetzt 33 drin, Steuerung und linke Maustaste, damit könnt ihr dann den ganzen Stapel halbieren. Brauchen wir jetzt hier natürlich nicht für, wir können jetzt hier das ganze Holz reinlegen. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Das Einzige, was ich damals schon nicht verstanden habe und heute, glaube ich, auch nicht verstehen werde, ist diese Sache hier mit dem Rucksack. Weil, wir können das ja mal eben ausprobieren, ob ich dann weniger habe. Na, oder wenn ich das reinnehme. Achso, dann kann ich da gar nicht draufklicken, oder wie? Also Rucksack, Zauber. Zauber wäre dann was anderes. Rucksack. Die sind aber nicht belegt. Größe 10. Da muss ich nochmal dran rumfuchsen. Das mit dem Rucksack habe ich echt nie verstanden. Ich hatte auch, glaube ich, jetzt nichts gefunden in der Hilfe, wo man da was sehen konnte. Die Hilfe, die findet ihr übrigens, wenn ihr F1 drückt. Und da können wir dann gleich nochmal kurz zusammen schauen. Ausrüstung ist es auch nicht. Den Angriff. Und deine Sichtweite. Rucksäcke erhöhen natürlich auch die maximale Anzahl an Gegenständen, die du tragen kannst. Ja, mehr steht jetzt hier nicht drin. Bei dem Rest wird das wohl nicht drin sein. Ist jetzt auch ein bisschen zweitrangig. Wir werden jetzt erstmal eben gucken. Der war da unten. Ist er überhaupt da, wo er sein sollte? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir sollten nämlich bei dem guten Kian, hieß er, glaube ich. Tagebuch. Ich könnte auch eigentlich die Kurzversion drücken, ne? Hier, Nebenquest. Sprich mit Kian über die Höhlen. Wenn wir mal schauen, ob der jetzt zu Hause ist und ob ich jetzt diesmal den richtigen Weg laufe. Diesmal laufe ich den richtigen Weg. Sehr schön. Letztes Mal bin ich ja so schön zielstrebig nach rechts gegangen und bin dann am Wasser gescheitert. Da musste ich ja noch ein Stück runtergehen. Warum schleppe ich jetzt eigentlich das Kupfererz mit mir mit, wenn ich doch die Aufgabe schon beendet habe? Ich bin auch wieder sehr clever heute. Ich weiß auch nicht. Okay. Jedes Mal werde ich vom Reh abgelenkt. Moment, du bist der Holzfäller. Die Frage ist... Der ist gar nicht zu Hause, oder? Kian? Oder wartet der an der Höhle auf mich? Das kann natürlich auch sein. Moment, da muss ich mal ein bisschen raus. Ach so, Moment. Nee, ich konnte da gar nichts reinmachen, glaube ich, oder? Doch, kann ich doch reinmachen. Ha! Habe ich nur vergessen. Okay. Dann schauen wir jetzt nochmal. Ich meinte, die Höhlen sind irgendwo hier in dem Gebiet gewesen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig sicher. Bin ich denn doof? Ich sehe kein X. Also beziehungsweise Fähnchen, nicht X. Ja, Folge begonnen und schon... Nee. Halt, stopp. Ich sehe nichts mehr. Ich bin zu schnell.
Was ist das denn hier? Ach so, das ist nur ein. Okay, es ist auf jeden Fall keine Person gewesen. Die Frage ist jetzt nur, wo ist er jetzt hier? Also er könnte theoretisch, was ich nicht glaube, unter mir im Wald drin sein. Ach, das ist ein Hühnerhäuschen. Ah, jetzt sehe ich das. Was haben wir denn hier? Das waren, glaube ich, die magischen Pflanzen, oder? Moment, lief da gerade was? Er kommt zurück, er kommt zurück. Er war bestimmt irgendwie. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Er war bestimmt unterwegs zu mir oder im Wald oder in den Höhlen selber und geht jetzt zurück. Sehr schön. Warum haben wir jetzt eigentlich schon wieder so spät? Und die Zeit, die vergeht so wie im Fluge, ne? Hallo, schau, ich habe hier etwas für dich. Ja, was denn? Ach so, Lembas Brote sind ganz okay, aber ihr esst sicher auch normale Dinge wie Fleisch, oder? Was ist das denn für eine blöde Frage? Du meinst, wir töten die Tiere des Waldes und essen ihre Kadaver? Genau, schön kross gebraten in der Pfanne oder auf dem Grill. Nein, niemand hält seine Tiere zum Schlachten und auch die wildlebenden Tiere rührt keiner an. Ich würde dir das ebenfalls raten. Wir haben eine breite Palette von Gemüsesorten und Früchten, dazu viele Kräuter, Eier und Milch und die Delikatessen aus dem Wald. Im Frühling gibt es zum Beispiel Butterpilze im Wald. Köstlich. Butterpilze. Wenn ich so drüber nachdenke, ich habe noch nie Pilze, also von Pilzen gehört, die nach Butter schmecken. Warum heißen die dann Butterpilze? alles, was über Spaghetti oder Steaks hinausgeht, stellt mich in der Küche vor Probleme. Was ist mit Pizza? Bei Zeiten bringe ich dir für den Anfang ein paar Rezepte bei. Aber zuerst einmal brauchst du noch einige Werkzeuge, damit du mit der Aussaat deines eigenen Gemüses anfangen kannst. Westlich, also meine Richtung, von meinem Haus steht ein kleiner Schuppen. Ach so, bei ihm der Schuppen. Und wenn ich mich richtig erinnere, liegen da in der Truhe an der Wand einige Werkzeuge, die du gebrauchen wirst. Hier ist der Schlüssel. Ja, für das Gebäude. Okay, also sagen wir mal, ich hole mir die Werkzeuge. Was dann? Die Hacke brauchst du, um den Boden von Wildwuchs zu befreien. Dabei hackst du immer erst die kleineren Pflanzen. Nützlich, wenn man zwischendurch seine Beete von Wildwuchs reinigen will. Die Eimer sind natürlich zum Gießen, falls es lange nicht regnet. Normalerweise kommen die Pflanzen einige Tage gut ohne Regen aus. Später bringe ich dir noch bei, wie du beurteilen kannst, wie viel Feuchtigkeit noch im Boden ist. Apropos Boden. Aber wenn ich mich richtig erinnere, kommen die Pflanzen nicht so gut. Ja, also wenn es geregnet hat, dann kommen sie schon mal aus, ohne zu gießen. Aber bei extremer Hitze zum Beispiel, dann sollen die auch wieder gegossen werden, ne? Puh, ich merke schon, es gibt viel zu lernen. Es gibt unterschiedliche Bodenarten. Manche sind fruchtbarer als andere oder können mehr Wasser speichern. Hier in unserer Gegend haben wir den gelben Sand oder den dunkleren Sandboden. Der Sandboden ist schon einigermaßen geeignet. In den Wäldern oder auch bei deiner Hütte gibt es einige Flecken mit Lehm, auf dem sich schon vieles anbauen lässt. Mein Acker neben meinem Haus hat sich mit den Jahren zu Roterde weiterentwickelt. Weiterentwickelt? Das hört sich so an, als würde der Boden leben. Ich dachte immer, der Boden hat ein Bewusstsein, genau wie du. Wie schnell er sich entwickelt, hängt davon ab, was er erlebt. Pflanzen helfen dem Boden dabei. Manche Tiere ebenfalls. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass du die Bodensorten hier kennst, denn auf Fels, Steinen oder Kies wirst du wenig Erfolg haben mit deinen Pflanzungen. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie jemand auf Steinen versucht, Pflanzen zu züchten. Manchmal gibt es auch Spezialisten unter den Pflanzen, die gerade so einen Boden benötigen. Zum Beispiel. Nehmen wir den Sumpf. Dort wächst wirklich wenig. Seerosen aber fühlen sich dort richtig wohl. Der Fels, der fast unfruchtbar ist, bietet dennoch für viele Flechten und Moose eine hervorragende Grundlage zum Wachsen. Ja, genau wie Bäume im Endeffekt. Also ich glaube, die Schattenseite der Bäume waren es ja. Da wächst ja auch gerne Moos. Aber Moos ist ja nichts zum Essen, ne? Oft kann man durch Düngen oder Wässern des Bodens auch Pflanzen, die normalerweise nicht gut auf dem Boden wachsen,
ermöglichen, dort Früchte zu tragen. Gut, ich verstehe. Was ist nun mit den anderen Werkzeugen? Außer denen, die ich genannt habe, brauchst du nur noch deine Erntewerkzeuge. Die Sichel dient zum Ernten der Bodenbedecker wie Moose, Gräser oder Kräuter. Ich nehme an, nur für Magie. Ja gut, Kräuter, je nachdem welches, sind vielleicht auch noch fürs Essen, aber Moose und Gräser nehme ich mal an, nur für Magie. Oder halt vielleicht noch für die Tiere, das weiß ich jetzt nicht. Zu den Tieren kam ich ja leider nicht. Der Korb ist zum Ernten von Gemüsepflanzen gedacht und die Leiter natürlich für die Früchte der Bäume. Ob etwas zur Ernte bereit ist, siehst du an der Pflanze selbst. Pflanzen mit reifen Früchten oder blühende Kräuter sind beispielsweise bereit, geerntet zu werden. War es das? Eine Sache noch, dir ist vielleicht bei dem Versuch deines neuen Zuhauses der Kristall vor der Hütte aufgefallen? Ja. Nachts wirst du sehen, dass er ein schwaches Leuchten von sich gibt. Er ist direkt mit deinem Bewusstsein verbunden und bestimmt unter anderem, wie groß der Umkreis ist, in dem du etwas anbauen kannst. Aber ich glaube, umstellen konnte ich dir nicht. Ich meine, der stand immer an der gleichen Stelle, ne? Also von wegen, ne, Umkreis. Pflanzen, die außerhalb dieses Radius stehen, verdorren, weil dein Licht zu schwach ist, um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Jetzt weiß ich nur nicht mehr so genau, wie man sich das angucken konnte, aber ich glaube, den konnte ich anklicken oder sowas. Krass, Kristall, Bewusstsein, Pflanzradius. Ich glaube, so langsam werde ich verrückt. Neue Quest erhalten, sehr schön. Ich weiß, du musst dich an viele neue Gedanken gewöhnen, aber lass dir Zeit. Momentan ist nur wichtig, dass du lernst, dich selbst zu versorgen. Hier, ich schenke dir ein paar Saatkartoffeln. Damit kannst du anfangen. Am besten, du setzt die auf den Lehm neben deinem Haus. Komm zu mir zurück und bring mir ein paar Kartoffeln mit. Und denk daran, regelmäßig zu schlafen und zu essen. Die Landarbeit kostet viel Kraft. Ja, das haben wir ja schon mal gesehen, ne? Also nicht in der Landarbeit, aber das war beim Holzhacken, glaube ich. Hast du vielleicht noch ein paar von den Saatkartoffeln? Wir können einen Tausch machen. Bring mir Nadelholz und ich gebe dir einige weitere Saatkartoffeln. Nadelholz? Wie soll ich das kriegen? Also Nadelbäume? Ach so, das meint er wahrscheinlich damit, ne? Das Holz von Nadelbäumen, ne? Ich habe außerdem mit Wilfried gesprochen. Das ist gut. Konnte er dir weiterhelfen? Ja, ich habe jetzt eine eigene Axt. Gut, dann hast du ja die erst nächste Hürde zum Überleben hier überwunden. Weiter so. Wilfried hat erwähnt, dass du etwas über die Höhlen hier weißt. In der Tat, ich weiß einiges darüber, aber es ist noch nicht die Zeit gekommen, darüber zu reden. Tada! Zuerst einmal will ich sicher sein, dass du gut zurechtkommst. Jetzt, wo du eine Axt hast, wäre es gut, wenn du dir eine Werkbank baust, um einfache Gegenstände herstellen zu können. Wilfried hat sicher noch eine Anleitung dafür herumliegen. Wenn du die Werkbank fertig hast, bring sie zu mir, damit ich einen Blick drauf werfen kann. Das heißt, ich muss sie dann im Inventar haben, ja? Okay, bis später. Es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Ja, nee. Ich kann gerade nicht. Achso, nee. Hä? Moment. Kartoffelstaude? Wie Kartoffelstaude? Ach so, ich dachte, ich stehe hier auf dem Brot, aber das tue ich gar nicht. Ich stehe auf... Moment. Spiegelei, wo habe ich das Spiegelei? Hat der mir jetzt auch Spiegelei gegeben? Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Nee, 3 muss ich anklicken, damit ich die Tür öffnen kann, ne? Verschlossen, ich brauche den richtigen Schlüssel. Ach, äfft euch doch. Ach, da oben ist noch eine Hütte. Ach so. Ich dachte gerade schon, das ist doch die einzige Hütte hier im Westen. Also im Westen von ihm aus. Warte mal. Ich laufe wie ein Besoffener. Dabei habe ich gerade nur Kaffee getrunken, aber egal. Moment, die ist aber offen. Ihr Schweine, ihr habt mich reingelegt. Das sieht jetzt nicht gut aus. Moment, da waren wir auch schon drin, oder? Das Einzige im Westen, oder meint er jetzt den Schuppen bei mir? Moment, kann ich hier... Tausche Nadelholz, Hauptquest. Baue eine Werkbank, Kartoffeln sind das halbe Überleben.
Ja, das südwestliche Gebäude. Hä, das kann aber doch eigentlich nur das unten sein. Bei mir ist auch nichts dran. Ich suche den Marker. Das ist sein Gebäude. Das, ja gut, das ist Westen. Dann südwestlich wäre dann hier unten eigentlich. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Habe ich jetzt vielleicht nicht refresht oder so? Aber ich bin doch da, oder nicht? Stand doch jetzt der Stern dran? Oder heißt der Stern nur, dass das aktiv ist, dass man das sehen kann? Kann natürlich auch sein. Habe ich jetzt ehrlich gesagt so noch nie drauf geachtet. Oh, das ist wieder meine typische Art. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder in diesem Fall jetzt das Haus vor lauter Wäldern nicht. Also beziehungsweise ich suche ja ein Fähnchen eigentlich. Aber das Fähnchen ist weder hier noch ist es da. Und der Stern sagt mir doch normalerweise, dass ich da bin oder nicht. Oder zeigt er mir jetzt in dem Fall nur an. Aber ich habe hier einen Schlüssel in der Hand und das ist die einzige Tür, die verschlossen ist. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Hast du... Ach, ich hätte den mit links aktivieren müssen. Sagt mir das doch. Jetzt ist es so dunkel, jetzt sehe ich hier gar nichts mehr. Ja, super. Ich glaube, hier oben ist eine Kiste. Ja, da ist die Kiste. Und nein, wir haben keinen Platz mehr. Bin ich mir nur nicht sicher. Moment. Nee, weil das ist ja auch zu... Das ist das, was ich nicht verstehe. Moment mal. Kann ich auch nicht doppelklicken? Hm. Also mit dem Rucksack muss ich mich echt nochmal da reinfuchsen. Da sortieren, Stapel auffüllen. Na gut, das kann ich ja alles nicht. Eine Sache könnte ich jetzt theoretisch mitnehmen. Was ist denn das hier? Erntekorb, solide. Okay. Ernteleiter. Ach, wegen den Bäumen wahrscheinlich. Eimer aus Holz. Ach, ich brauche die Sachen eigentlich alle, streng genommen. Ich nehme das mal mit. Ich glaube, ich muss auch was essen, oder? Nein, doch. Oh. Ja, ich muss auch was essen. Dann nehmen wir hier nochmal was anderes mit. So, okay. Dann gehen wir jetzt aber erstmal nach Hause, würde ich sagen, weil es mal wieder total dunkel ist. Ja, jetzt wird's heller oder was? Oder war das jetzt nur hier drin? Nee, wenn, dann will ich Axtmörder sein, ja? Ich will hier nicht mit dem Eimer die ganze Zeit in der Gegend rumlaufen. Ich nehme die Axt in die Hand, damit mich auch keiner angreift. So. Hier ist es schön hell. Hier sehen mich auch alle. Hier sehen auch alle, dass ich eine Wikinger-Axt in der Hand habe. Ne? Also schön Abstand halten. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Auch Frauen können sich verteidigen, ja? Und nur mal so nebenbei, wenn mir ein Bär oder ein Mann begegnet, nehme ich definitiv den Mann. So, Sache geklärt. Thema beendet. Kann man hier... Ich will jetzt nicht mit der Axt draufklicken, das ist jetzt mein Problem. Wenn ich nach rechts klicke, dann mache ich den mit der Axt kaputt. Oder ich werde, glaube ich, erstmal eben die Sachen... Wo war jetzt meine Kiste? Ich sehe ja gar nichts mehr. So. Das tun wir rein. Aktiviert Truhe als Handwerkstruhe. Ah, okay. Das haben wir auch schon mal gemacht. Und das ist... Ah ja, das war, glaube ich, nur die Farbe hier, ne? Okay. Das heißt jetzt was? Die Samen können wir erstmal reinlegen, damit wir... Beziehungsweise die Sachen können wir erstmal alle reinlegen. Damit wir dann die anderen Sachen holen können. Waren das vier Sachen oder waren das mehr? Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Ach, Moment. Oder muss ich? Nee, auch nicht, ne? Ich versuche die ganze Zeit herauszufinden, wie das geht, Mann. Oder kann ich das jetzt machen? Auch nicht. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wirklich wahnsinnig.
Ach, Jan, hilf mir. Wie aktiviere ich den Rucksack? 2, 4, 5 haben wir frei. Ja, mehr als 5 waren das auf gar keinen Fall. Dann gehe ich jetzt nochmal eben schlafen. So, ausruhen kann man leider nicht anklicken. Man kann nur auf Schlafen klicken. Und da habe ich dann immer das Problem. Ach so, Moment. Oder ist das der Zeiger? Das wäre nur schön, wenn ich den auch. Ach so, ich kann da drauf. Ah, okay. Wenn ich jetzt auf 10 klicke, schlafe ich dann bis 10 Uhr morgens? Ist das die Sache mit dem. Das muss ich mal ausprobieren. Das muss ich mal ausprobieren. Vielleicht habe ich jetzt meine Frage selber beantwortet. Ach so, jetzt habe ich auch nichts in der Hand. Jetzt kann ich mal eben gucken. Nee, können wir aber auch nicht anklicken im Moment. Es kann auch sein, dass man das später machen konnte. Es kann allerdings auch sein, dass man das mit der Lupe irgendwie noch angucken konnte. Ich weiß es nicht. Dass man da mal sehen konnte, wie viel. So, wir müssen. Ach so, stimmt. Die Nahrung ist ja auch unlogisch, ne? Die Nahrung füllt sich ja gar nicht auf beim Schlafen. Dann nehme ich mal. Ja, das sollte jetzt erstmal reichen. Doch. Kian, es tut mir leid, ich habe jetzt deinen. Guten Morgen. Aber du sagst nicht mehr, oder? Schön, dich zu sehen. Und ich dann so richtig freundlich. Bis später. Kein guten Morgen. Kein Ja, es ist auch schön, dich zu sehen. Einfach nur bis später. So. Dich konnten wir auch noch mitnehmen, oder? Oder konnte man das Holz nicht mitnehmen? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Eigentlich wäre es ja stehlen, streng genommen, ne? Sind wir ja mal ehrlich. So, die Sachen nehmen wir mit. Das können wir nicht aktivieren. Ja gut, weil es nicht unsere ist halt, ne? Können wir hier noch irgendetwas an. Ich stehe schon wieder auf dem Ding drauf hier. Können wir hier noch irgendetwas anderes machen, anklicken, mitnehmen, lesen oder was weiß ich was? Nee, wir können ihm auch nicht das Holz klauen, schade. Oh, doch, ein Buch konnten wir mitnehmen. Moment. Unsere Ackerböden, Teil 1. Mein Bewusstsein hat sich erweitert. Es gibt viele verschiedene Böden, die sich vor allem durch ihren Nährstoffgehalt. Ja, das haben wir ja im Prinzip alles eben gesagt bekommen. Da kann ich mich noch so in etwa dran erinnern. Und dass wir auf Lehm anbauen sollen. Achso, mehr ist da nicht drin. Okay. Dass wir auf Lehm anbauen sollen, das weiß ich auch noch. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich mich hier nicht. Das war anscheinend irgendwie so eine kleine unsichtbare Mauer. So. Der ist auch da. Können wir mit dem nochmal sprechen vielleicht? Hast du vielleicht auch noch was für uns oder erst später? Hallo Gameplayerin. Ach so, stimmt. Ja, da muss ich mit ihm dann anscheinend auch drüber sprechen. Erstmal, ich habe mit Kian über die Höhlen gesprochen. Und was hat erzählt? Jan? Ich möchte mir. Quatsch. Nichts. Er schickt mich immer nur hin und her. Meint, ich wäre noch nicht bereit. Meistens hat Kian recht mit dem, was er sagt. Ich habe nachgedacht und ich glaube, du wirst in die Höhen gehen. Höhlen. Wie sag ich mal? Höhen. In die Höhlen gehen. Ich weiß zumindest, dass es dort wirklich scheußliche Kreaturen gibt. Und ich denke, es wäre gut, wenn du lernen würdest, dich zur Not zu verteidigen. Ich habe einen alten Säbel in meiner Hütte. Wenn du willst, zeige ich dir, wie man damit umgeht. Oh ja, ich möchte ich mit einem Segel kämpfen. Klar, viel verrückter kann es nicht werden. Auf jeden Fall besser als mit einer Fernwaffe. Also mit Pistolen würde ich vielleicht auch noch schießen oder mit irgendwas in der Art. Aber Pfeil und Bogen finde ich wunderbar. Finde ich richtig gut. Wäre ich aber richtig scheiße drin. Das weiß ich jetzt schon. Sowohl privat, also im Real Life, wie auch im Spiel, wäre ich da ganz bestimmt scheiße mit. Also ein Säbel hört sich schon gut an. Du sagst es, treffen wir uns gegen Abend auf dem Platz vor meiner Hütte. Neuen Hinweis erhalten. Neue Quest erhalten. Okay, Hinweis kann ich jetzt noch nicht ganz deuten. Quest natürlich, klar. Möchtest du gerne was tauschen? Ich habe nichts zum Tauschen.
Ich möchte mir eine Werkbank bauen. Kannst du mir dabei helfen? Ich kann dir eine Anleitung geben, besorge aber zuerst einmal die Rohstoffe. Du brauchst viel Holz für eine Werkbank und auch etwas Kupfererz für die Verbindungen. Wenn du alles beisammen hast, komm wieder zu mir. Und wenn du Holz im Wald schlägst, achte darauf, nicht alle Bäume einer Art zu fällen, sonst kann der Wald nicht nachwachsen. Meint er das jetzt nur als Förster oder meint er das auch spieletechnisch? Ich hoffe nicht. Du kannst auch die Äste am Boden sammeln oder nur die toten Bäume fällen. Das sind, glaube ich, die so umgekippt, sage ich mal, da lieben. Diese ja, Baumstümpfe, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das waren die toten Bäume, oder? Oder war das das besondere Holz? Ist das alles, was ich für die Werkbank brauche? Moment, was war das? Viel Holz und etwas Kupfererz. Holz und Kupfererz. Könnte sein, dass wir noch schon genug haben, ich weiß es nicht. Nein, stimmt, ohne Werkzeug nützt dir die Werkbank recht wenig. In dem Nebengebäude am Weg zu meiner Hütte steht noch eine Werkzeugkiste. Bring sie ebenfalls zu mir. Ich denke, dann haben wir wirklich alles beisammen. Die Werkzeugkiste lässt sich mit einer Axt entfernen und mitnehmen. Das finde ich nett, dass das extra mit 6 Ausrufezeichen gemacht worden ist. Ich hoffe, ich behalte das jetzt auch. Lässt sich mit der Axt entfernen und mitnehmen. Okay, ja, ich frage mal, ob er was tauschen möchte. Achso, das ist eine neue Quest. Ich habe hier noch ein paar Edelsteine, die du vielleicht brauchen kannst. Lass mal schauen. Es sind 2 Bernsteine, die ich im Holz eines Baumstumpfes gefunden habe. Und 5 Azurite aus einigen Sandsteinvorkommen. Gib mir 80 Nadelholzstücke dafür. Ich denke, dann haben wir beide etwas davon. So viel Essen habe ich doch gar nicht. Oh Gott. Okay, ja, ja, kein Thema. Wie hieß der? Wilfried, glaube ich. Ich hoffe, es war richtig. Kein Thema, machen wir. Ich glaube, ich sollte mich erstmal ums Essen kümmern. Wobei, ist das weit mit dem Werkzeug? Na gut, da oben ist seine Hütte, da oben ist das Fähnchen. Moment, ich habe doch gerade eine andere Quest aktiv. Kartoffeln sind das halbe Überleben. Die habe ich gerade drin. Anschließend soll ich ihn 3 Kartoffeln bringen. Hä? Wieso habe ich denn jetzt oben das Fähnchen? Ihr verwirrt mich jetzt hier komplett. Die Kartoffeln muss ich doch bei mir anbauen. Und das ist die aktive Quest. Oh, hi. Muss ich mit dir auch nochmal reden? Nee, okay. Wir schweigen uns immer nur an. Ich nenne dich jetzt nicht mehr der Alte so oder der Weise, hat er ja eigentlich gesagt. Ich nenne ihn nur noch den Schweigen. Er sieht ja auch so ein bisschen aus wie so ein kleiner Mönch mit so einer Mönchkötte. Kötte, genau. Oh, ich kann heute nicht mehr reden. Es tut mir so leid. Oh. Bin ich jetzt gleich da oder laufe ich dran vorbei? Nee, da. Ich wollte gerade sagen. Bei meinem Glück laufe ich dann nämlich an meinem Haus vorbei. Moment, was war denn hier eigentlich mit? Da konnte ich immer noch nicht rein, weil irgendwas war, ne? Ah, nee. Hä? Wieso kann ich jetzt da rein? Letztes Mal kam ich doch nicht rein. Was geht denn jetzt ab? Notizen von Hugo aus dem Nebengebäude. 23. Tag. Das Wetter ist seit Tagen miserabel. Es schüttet... Achso, Bewusstsein. Es schüttet aus Kübeln und der Teich tritt schon über die Ufer. Ich muss aufpassen, dass nicht das ganze Hühnergehege überschwemmt wird. Ein Vorteil hat das Landleben. Man hat immer etwas zu tun. Keine Zeit für Lesen, Schreiben, Unterhaltung. Hallo? Lesen, Schreiben, Unterhaltung ist mein Leben. Ich meine, zu tun habe ich auch immer was, ne? Trotzdem, es gibt vieles, was ich vermisse. Sei es drum, irgendwie muss ich da durch. Kian meinte, wenn ich etwas mehr Abwechslung bräuchte, sollte ich einen Blick in die Höhlen im Norden wagen. Aber ich bin nicht sicher, ob ich das tun sollte. Der Kerl gefällt mir. Habe so ein ganz mieses Gefühl, wenn ich an dunkle und feuchte Höhlen denke. Vielleicht habe ich zu viele Horrorfilme gesehen. Nee, davon kommt das nicht. Das kann ich euch sagen. Das kommt nicht von Horrorfilmen. Das kommt von Horrorspielen vielleicht, aber nicht von Horrorfilmen. Okay. Dann haben wir das auch gefunden. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt... Was brauchen wir denn jetzt? Ich habe absolut keine Ahnung. Moment, wir haben jetzt hier die... Ja, Kupfer ist klar. Ich war gerade... Aber ist das auch Kupfer? Ja. Warum ist die Farbe anders? Ich weiß es nicht. Erntesichel. Solide Sichel, ein wenig stumpf, aber sie tut ihren Dienst. Solider Korb. Ja gut, ich werde jetzt noch nicht
noch nichts ernten können. Also werde ich die Sachen jetzt sowieso erstmal da reinmachen, würde ich sagen. Oder brauche ich das gleich, um den Boden zu ebnen? Da muss ich mal gucken. Die Leiter werde ich wohl später brauchen, nehme ich an, für Apfelbäume oder sowas. Ich habe das nicht mehr so im Kopf, ehrlich gesagt. Die brauche ich auf jeden Fall jetzt. Und Wasser. Wasser braucht man natürlich auch. Die Frage ist, ich glaube, man musste sich einen Brunnen selber bauen, ne? Aber es gab doch die Möglichkeit hier unten, genau. Laufen wir mal hier mit dem Dings dahin. Es gab, meine ich. Boah, ist das fünfig hier. Es gab, meine ich, die Möglichkeit. Links. Ich vertue mich immer mit Links- und Rechtsklick. Ich weiß auch nicht warum. So, Moment, dann brauchen wir das gleich als erstes. Die Frage ist jetzt nur. Ach, ich habe das Ding nicht, diese Lupe nicht mit rausgenommen. Die brauche ich natürlich auch. Oh, jetzt sagt mir nicht, es wird schon wieder dunkel. Oh, Leute. Ich wollte aber den Tag mit dem Let's Play abschließen. Dann muss ich jetzt hier alles im Dunkeln machen. Saftige Wiese, Heu wächst. Unbepflanztes Feld. Ja, was könnte denn hier Lehmboden sein? Keine Ahnung. Upsa. Saftige Wiese, Heu wächst. Ich habe keinen Lehmboden. Er hat gesagt, ich soll auf Lehmboden machen. Unbepflanztes Feld. Bunte Blumenwiese, abgestorben. Kann ich verstehen. Unbepflanztes Feld, unbepflanztes Feld. Ah! Ja, da oben wahrscheinlich eher weniger. Moment, haben wir da oben alles? Dings hier? Nee, das ist der Boden. Braune Flechten keimt. Braune Flechten wächst. Ach so, ich dachte gerade schon, wir haben jetzt hier oben überall Steine. Och Gott. Saftige Wiese. Ja, ich habe hier keinen Lehmboden. Oder meint er jetzt mit Lehmboden normalen Boden? Hilfe, ich bin überfordert. Moment, das war 8. Unbepflanztes Feld. Ich mache jetzt einfach mal. Muss ich das so machen? Ist das schon Feld? Moment. Wenn ich das, ach so, wenn ich das hier mache, dann ist. Ah! Okay. Ich habe nichts gesagt. So, wir machen das jetzt so. Aber da ist Lehm gleich null. Moment. Ich laufe jetzt hier mal so ein bisschen. Ich kann das ja auch nicht so weit weg machen, oder? Dann ist das ja gar nicht mehr mein. Ja, ist zu weit entfernt. So, wir haben jetzt ein bisschen Wasser drauf gemacht. Was wahrscheinlich doof war. Ja, nee, okay, ein bisschen Wasser haben wir aufgefüllt. Ich mach's jetzt hier rein. Achso, hier wächst schon etwas. Achso, da unten. Ja, jetzt sehe ich es auch. 2, 3, 4, 5. Mehr mache ich jetzt nicht, weil die gehen mir sowieso kaputt, so wie ich mich kenne. 3 Kartoffeln als Beweis. Ja gut, das reicht. Dann habe ich noch 2 Kartoffeln theoretisch für mich. So. Dann haben wir. Ach so, weil ich hier drauf stand. Ich wollte gerade sagen. Nährstoffe im Boden aktuell. Ja gut, die sind ein bisschen unterschiedlich, das ist klar. Aber halt kein Lehm. Also da. Weiche Pflanzenfasern, Zutat für viele Rezepte. Wo habe ich die denn her? Ach so, als ich hier umgegraben habe, glaube ich, oder? Könnte ich mir gut vorstellen. Was zappelt denn hier eigentlich die ganze Zeit? Hallo? Was zappelt denn da? Ich kann im Dunkeln nichts sehen. Ach Mann. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es irgendwie. Nee, jetzt zappelt es nicht mehr, hä? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Okay, dann tun wir jetzt auf jeden Fall erstmal die Samen wieder zurück. Das Wasser brauchen wir dann ja nur zwischendurch mal. Das tun wir auch zurück. Die Lupe, ja, die würde ich schon gerne drin lassen, aber ich weiß halt nicht. Die brauche ich ja eigentlich immer nur hier, ne?
Und streng genommen, da ich ja nur hier anpflanzen kann, muss ich die Sachen ja auch nicht mitnehmen. Aber ich brauche Holz. Da ist, glaube ich, egal welches Holz. Und ich brauche Kupfer. Die Sachen können wir schon mal reintun. Ja, und mit einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, dass ich erstmal die Sachen aus der Hand rausnehme, bevor ich mein Bett aus Versehen abbaue. Und dass ich jetzt mich ins Bettchen lege und eine Runde schlafen werde. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen und um die Werkzeugkiste, also um den Teil mit der Werkzeugkiste, glaube ich, als erstes kümmern. Beziehungsweise, ja doch, die Werkzeugkiste brauchen wir auch für die Werkbank. Also darum werden wir uns erstmal kümmern, um die Werkbank. Falls ich das nicht bis dahin vergessen habe. Aber mit dem Rucksack, da werde ich mich auf jeden Fall auch nochmal drüber informieren. Auch den Entwickler nochmal fragen, weil das, ich weiß noch, dass ich das damals nicht, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es damals auch nicht rausbekommen habe. Und es wäre halt schon schön, wenn man ein bisschen mehr Platz haben würde. Bin ich ganz ehrlich. Weil man kann ja auch nichts. Nee, man kann hier nur so. Naja, ist auch keine Erweiterung oder so. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich kann es euch in der nächsten Folge dann schon erzählen. Dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!